Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute mal wieder zurück in Forza Horizon 4. Heute gibt's mal wieder den kompletten Money Guide. Das heißt, für Non-Glitcher, für Glitcher. Hab alles dabei. Money-Methoden, Money-Glitches, alles, was halt momentan funktioniert und vor allem, was am besten funktioniert, mit dem ihr auf jeden Fall am meisten Money machen könnt. Ist jetzt nicht gerade so der besonders abwechslungsreiche Content, aber ich bringe das ja alle paar Monate und heute ist es mal wieder soweit. Heute gibt's mal den kompletten Money Guide für Anfänger und für Fortgeschrittene. Dass momentan nicht so viel verschiedener Content kommt, liegt auch daran, dass es eben gerade so ein Loch gibt, wo ich eben halt keine Ahnung habe, was ich bringen soll. Aber genug Gelaber, Leute, jetzt legen wir los. Wir legen los mit unserer ersten Money-Methode. Wir fangen immer mit den Money-Methoden an, ganz wichtig. Und die nennt sich heute das Skill-Punkte-Drifting. Es ist relativ bekannt, beziehungsweise jeder weiß natürlich, dass man über Driften und sonstige Geschwindigkeit und was weiß ich eben Bonis bekommt und dadurch Skill-Punkte sammeln kann. Und mit diesen Skill-Punkten kann man letztendlich ziemlich viel Money machen, also ohne viel zu glitchen, weil man eben die einlösen kann und dafür Autos bekommt, Credits und sonst irgendwas. Ich habe mir dazu heute den BMW M6 Forza Edition genommen, weil der hat ein Upgrade, beziehungsweise das ist eben die Forza Edition mit einem Drift Skill Boost. Das heißt, dadurch habt ihr einen Multiplikator von 7 und somit einen hohen Multiplikator und damit geht das Ganze noch schneller. Das heißt, umso höher der Multiplikator, umso besser ist es natürlich, weil es umso schneller geht und ihr umso schneller eure Skillpunkte bekommt. Und eigentlich gibt es zu der Methode nicht viel zu sagen. Ihr braucht einen Ort mit viel Platz. Ich habe hier zum Beispiel den Drag Race Strip genommen und hier driftet ihr einfach wie Verrückte rum. Das Ganze dauert so ungefähr 2 bis 2,5 Minuten, bis ihr so die maximale Anzahl an Skillpunkten pro Run bekommt. Das ist nämlich die Anzahl von 10. Da braucht ihr je nachdem, wie hoch euer Multiplikator ist, eben 70.000 Punkte oder 100.000 Punkte. Und dann habt ihr nämlich die 10 Skillpunkte im Sack und könnt die auf jeden Fall dann später einlösen. Wichtig ist natürlich auch, ihr könnt diese ganzen Streckenabsperrungen alle mitnehmen, weil die geben euch zusätzlich noch irgendwelche Fähigkeiten Boost. Das heißt, ihr bekommt dazu auch nochmal Punkte und kommt dann eben am Ende auf eure 10 Skillpunkte pro Run. Kommen wir zu unserem zweiten Ort, der ist auch schon relativ bekannt. Der ist bei der Bumbo Castle am Strand entlang. Dort gibt es auch einen Drag Race Strip. Den seht ihr jetzt hier eingeblendet. Also ihr könnt auch am Strand entlang rumheizen und driften wie Gestörte. Das heißt, auch dort gibt es Streckenabgrenzungen und ihr driftet einfach drauf los, versucht eben diese Streckenabgrenzung so gut es geht mitzunehmen, eben im Drift. Dafür bekommt ihr nämlich noch schneller Punkte und es geht eben noch schneller und ihr seht, es geht auf jeden Fall ratzfatz, dass ihr wieder die 10 Skillpunkte habt, dauert auf jeden Fall nicht lang. Ich werde euch nachher natürlich noch zeigen, wie wir das Ganze einlösen. Bei mir ist es auch meistens so, dass ich eben schon 70k erreicht habe und dann eben stehen bleibe und dann werden nochmal 20 oder 30k hinzugezählt. Kann bei euch natürlich genauso sein, eben, dass Forza eben so viele Punkte nicht auf einmal packt. Aber auch hier seht ihr jetzt wieder, wir haben weitere 10 Skillpunkte nur durchs Driften bekommen. Ihr könnt natürlich auch das Goliath Race nehmen, euch einen Hoonigan schnappen, so wie ich es gemacht habe im Stream und einfach versuchen, den kompletten Goliath zu driften. Ist erstens mal eine nice Challenge, bockt sich und ihr bekommt richtig viele Skillpunkte. Deshalb nutze ich auch die Gelegenheit, checkt auf jeden Fall Twitch ab. Ich stream immer wieder mal Eliminator, Forza und so weiter und so fort. Bisschen driften, bisschen Warzone, dies, das. Einfach abchecken und beim nächsten Stream dabei sein. Kommen wir zur Einlösung der Skillpunkte und da gibt es eine Liste im Discord. Jetzt geht es mit den Listen im Discord schon wieder los, macht ihr schon wieder Werbung. Nee, es ist keine Werbung, es ist für euch einfach nur eine Hilfe, da müsst ihr nicht irgendwelche Autos rumsuchen oder im Internet danach gucken. In der Liste seht ihr verschiedene Autos mit den besten Rewards, die ihr so bekommt und ihr seht hier der Skill Perk Tree. Dort können wir jetzt eben verschiedene Sachen einlösen. Wichtig ist, dass es nicht bei allen Autos klappt, die ihr eben zum Beispiel auf dem Auktionshaus kauft, weil die meisten schon eingelöst sind. Da müsst ihr auf jeden Fall ein bisschen Glück haben, aber je nachdem, welches Auto ihr nimmt, ihr seht hier zum Beispiel sind es unterschiedliche Autos, die ich euch einblende, zum Beispiel beim Buick Regal GNX, da bekommt ihr zum Beispiel 100 Credits für ein paar Skillpunkte. Beim 911 Turbo zum Beispiel sind es letztendlich 300k, die ihr bekommt, also es ist immer unterschiedlich je nach Auto. Und zum Beispiel beim Maserati 300S seht ihr oben ganz recht, dass wir sogar den MC12 Forza Edition freischalten können. Das heißt, wir bekommen nicht nur Credits, Wheel Spins, sondern teilweise auch Autos. Da müsst ihr euch eben raussuchen aus der Liste, was für euch passt und wo ihr eben am meisten daraus Profit schlagen könnt. Zum ersten Mal heute dabei ist das Auktionshaus-Sniping. Das ist auch so eine Methode, also eine Non-Glitcher-Methode, die sich wirklich sehr krass lohnt. Ihr checkt einfach mal, es gibt ja mittlerweile neue Filtersysteme. Hier checkt ihr jetzt einfach mal die Filter ab, die ich eingegeben habe. Das heißt, moderne Muscle Cars beim Fahrzeugtyp, Maximalkauf 4 Millionen und bei der Quelle nur einzigartige Autos. Gut, das Snipen ist so eine Sache, hängt viel mit Glück zusammen und vor allem mit Zeitaufwand. Das heißt, ich lasse euch das hier im Schnelldurchlauf durchspielen. Ihr müsst einfach viel filtern und dann seht ihr mal sowas, dass ein Shelby 1000 für 861.000
1000 Sofortkaufen drin ist. Da müsst ihr jetzt halt schnell sein und so habt ihr eben immer wieder die Möglichkeit, solche Schnäppchen zu schlagen und dann macht ihr natürlich gleich richtig dick Gewinn. Auch hier Shelby 1000 für 58.000. Ich habe ihn leider nicht einmal bekommen, als ich das aufgenommen habe, aber ich bin jetzt auch nicht der schnellste Sniper. Falls da von euch einer schneller ist, könnt ihr natürlich hiermit wirklich sehr, sehr viel Geld machen. Das heißt, ihr habt pro Auto dann teilweise 6, 7, 8 Millionen Credits, je nachdem, welches Auto ihr halt sniped. Das ist auf jeden Fall ein guter Filter zum Snipen, gerade weil die modernen Muscle Cars gerade ziemlich viel wert sind. Also einfach abchecken. Zeige ich mal noch kurz gerade, ihr seht die modernen Muscle Cars, da sind alle wirklich sehr, sehr viel Geld wert. Lohnt sich auf jeden Fall der Filter, müsst ihr halt einfach Glück haben beim Snipen. Wir kommen zum ersten Glitch heute und zwar der Zenvo Duplication Glitch. Der ist schon ein bisschen bekannter und auch schon ein bisschen älter, funktioniert aber immer noch gut. Das Ganze funktioniert natürlich auf dem PC genauso wie auf der Xbox. Auf der Xbox aber nur, wenn ihr das Spiel gekauft habt. Das heißt, Game Pass User können das leider nur auf dem PC verwenden und nicht auf der Xbox. So, wichtig ist auf jeden Fall, ihr müsst als allererstes mal für den Time Travel Glitch eure Konsole oder euren PC auf Offline stellen und dann könnt ihr euer Datum ändern. Bei der Konsole müsst ihr das Ganze noch neu starten, den PC müsst ihr natürlich nicht neu starten. Und dann gebt ihr einfach mal dieses Datum ein und zwar 4. Juli 2020. Dann kommen wir in die Serie, wo wir den Zenvo als Foto-Challenge freischalten können. Das heißt, wir begeben uns zu der Festivalbühne, stellen unseren Karren hin und machen einfach mal ein Foto. Und dann seht ihr, wir schließen die Foto-Challenge ab und bekommen dafür einen Zenvo und 1000 Einflussbelohnung. Das Ganze können wir jetzt aber nochmal machen, indem wir einfach einen Monat nach vorne gehen, beziehungsweise wir müssen einfach kurz in eine andere Season wechseln. Also das heißt, wechselt auf jeden Fall mindestens 5 Wochen nach vorne oder 4. Hauptsache, ihr wechselt einfach kurz in eine andere Season. Und dann wählt ihr einfach, wenn ihr in der Season angekommen seid, das Datum von dem Zenvo wieder aus. Das heißt, dann wieder zurück auf den 4. Juli 2020 und ihr seht, wir haben jetzt wieder die Möglichkeit, den Zenvo freizuschalten. Also stellen wir wieder unser Auto vor die Festival-Spielliste hin und machen einfach nochmal das Foto und zack, haben wir den Zenvo dupliziert und haben ihn jetzt zweimal bekommen in sehr kürzester Zeit. Klar, der Zenvo geht natürlich runter mit dem Preis, umso mehr den freischalten und umso mehr Leute den Glitch machen. Trotzdem ist es ein Auto, das relativ viel wert ist. Also sagen wir 1-2 Millionen kriegt man wirklich in sehr, sehr schneller Zeit durch diesen Zenvo Duplication Glitch. Und wer hätte es gedacht? Das Ganze können wir natürlich auch noch mit Super Wii Spins machen. Dafür ist es völlig egal, welches Datum ihr macht. Ihr wählt euch einfach irgendeine Foto-Challenge aus, weil ihr eigentlich bei fast allen außer die Zenvo eben kein Auto bekommt, sondern nur ein Super Wii Spin. Und die macht ihr jetzt eben genauso, das heißt, ihr öffnet den Fotomodus an eurer Stelle, wo ihr das Foto eben machen müsst für die Foto-Challenge, dann bekommt ihr euren Super Weird Spin und dann macht ihr nichts anderes, wie wieder einen Monat nach vorne gehen oder zwei, ist eigentlich relativ egal, ihr müsst nur einmal die Season wechseln, dann geht ihr wieder zurück auf die Foto-Challenge, die ihr schon gemacht habt und dann zack, seht ihr, wenn wir wieder ankommen, können wir das Ganze nochmal machen und haben einen zweiten Weird Spin bekommen für die gleiche Foto-Challenge. Das Resultat davon ist natürlich, dass wir sehr, sehr viele Weird Spins dafür bekommen, also Super Weird Spins, das ist sogar noch besser aufzumachen als normale Wii Spins, ist ja logisch, weil die Chance höher ist auf dicke Gewinne. Und ihr habt sehr, sehr viele Zenvos durch den Glitch, die ihr auch noch einzeln auf dem Auktionshaus verkaufen könnt. Verkauft nicht alle auf einmal, das kommt immer ein bisschen komisch, aber sonst könnt ihr da gerne immer wieder welche verkaufen, um somit euer Geld ein bisschen zu erhöhen. Kommen wir zum letzten altbekannten Time-Travel-Glitch. Den kennt ja wahrscheinlich mittlerweile fast jeder von euch. Das heißt, es ist eben der Standard-Time-Travel-Glitch. Ich will ihn euch heute nur zeigen, dass er eben doch noch funktioniert. Egal auf welcher Konsole oder auf dem PC, ist also völlig Bums. Funktioniert überall und dazu müsst ihr jetzt einfach wieder in den Discord gehen, die Liste abchecken und dort seht ihr, welche Autos wann rausgekommen seid. Könnt das Ganze natürlich mit dem Auktionshaus vergleichen und dann raussuchen, welche Autos gerade viel wert sind. Dann time-travelt ihr euch einfach in die Season, wo man das Auto freischalten konnte und sagt, habt ihr die Möglichkeit, das Ganze freizuspielen. Wenn ihr nicht immer in die Season reinkommt, die ausgewählt ist, dann müsst ihr einfach mal euer Spiel neu starten. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, dann buggt es ein bisschen. Also ihr kommt nicht zu 100% in alle Seasons rein, aber eben in viele. Am besten ist es natürlich, wenn ihr Offline-Meisterschaften auswählt. Das heißt, da müsst ihr eben einfach nur 3 Rennen machen in der Offline-Meisterschaft und dann habt ihr das Auto, das ihr ausgewählt habt, freigeschaltet. Und das könnt ihr natürlich auch wieder verkaufen. Die Banngefahr ist auch nicht so riskant, wie jetzt, wenn man das in der Zukunft macht, bei einem Update, das noch nicht draußen ist. Ich kenne wenige Leute, die schon gebannt wurden, weil ich in der Vergangenheit irgendwas geholt habe. Und dann könnt ihr natürlich auch einfach meine einzelnen Videos abchecken, die ich euch schon gezeigt habe. Zum Beispiel, wie man den Toyota GT86 freischaltet, den Bugatti Divo oder sonst irgendwas. Also im Prinzip ist es euch überlassen, welches Auto ihr da auswählt, welches ihr freispielen wollt. Ist wirklich sehr viel Freiheit geboten. Das heißt, ihr könnt machen, was ihr wollt. Funktioniert auf jeden Fall. Ist eine sehr nice Methode, auch Autos zu erspielen, die man leider verpasst hat, weil man in der Serie zum Beispiel nicht so krass zocken konnte. Also eine sehr nice Methode.
um Geld zu machen. Zusammengefasst kann man sagen, das sind momentan die besten Methoden und Money Glitches, die es so gibt. Jetzt solltet ihr auf jeden Fall mal wieder ein bisschen gerüstet sein. Ich mache jetzt mal wieder einen Haken hinter diesem ganzen Money Content und Credits Content, weil jetzt reicht es dann auch mal wieder und muss mir jetzt was Neues suchen. Aber ich hoffe natürlich trotzdem, euch hat das Ganze gefallen. Checkt auf jeden Fall den Discord ab für die Liste. Checkt Instagram ab, checkt Twitch ab. Und ja, jetzt lasst ihr euch in Ruhe, Leute. Macht's gut. Peace. Haut rein und ciao.